Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator, wir sind hier mit Kabi. Jo. So, wir sind hier fleißig am Holzhäckseln machen. Alter, ach, die Stämme unten, die sind so schwer, ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also kannst du auch nicht groß schneiden oder so. Leute, ich mache erst das Förderband voll, wo ich jetzt hier immer wieder die ganze Zeit dieses Gebrumme im Hintergrund habe, Leute. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wenn ich hier nebenstehe, werfe ich direkt da rein. Und sonst fangen wir an und machen ein Haufensystem. So hingeflogen. Da ist er. Ich darf das Ding gar nicht so voll machen. Weil gleich der Hänger voll ist. Schmeiß das gute Stück mal an. Er wird ja rucki die Zuck jetzt gleich voll sein. Oh mein Gott. Wie das aussieht, ne? Mein Gott, Alter. Das Chaos, was wir jetzt hier hinterlassen haben. Ja. Also wenn wir Pech haben, werden wir uns da einige Stunden mit befassen. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so viel ist, aber ja, was sollen wir machen? Hoffenheim führt jetzt 2-0, Kabi. Was ist denn jetzt kaputt? Oh, der oh Jupp, Alter, der dreht gleich völlig durch, Kabi. 100. Ja. Ja, dann fahren weg. Hängst du ab. Das jetzt vorstellst, irgendwo da vorne den Hänger hin, linke Seite, fahre ich übers Feld, denn du kannst stecken bleiben mit dem Trecker. Mit dem LKW. Hätte links an der Seite gestellt, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, ja, stellst jetzt einfach den runter und gut ist die Geschichte. Ich verarsche. Zu schwer. Wie viele Tore hier heute passieren? Was ist denn los? Ja! Ah, das musste jetzt sein. Apfelschorle vor so Wind, Junge. Hey! Mit der Ast weg hier! Bitte, komm. Bei uns kommt heute Scooter, Alter. Eine Disse. Wer will den denn noch sehen? Jetzt HB Baxter! Mal ganz meine Cousine geil. Gefragt hat, ob ich mitgehe. Nein. Ganz gewiss nicht, Alter. Was wäre denn das für ein Arsch, Alter? Ja, jetzt mal. Ja, was wäre das für ein Arsch? Ja, ich verstehe deinen Aspekt dahinter. Aber zweitens, das ist doch überhaupt gar nicht dein Musikgeschmack. Mag den, Alter. Döp, 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 döp. Alter, jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Also ich hab ja nichts gegen... Alter, der ist zu dick oder was? Wollt ihr mich jetzt verarschen, Spiel? Ich hab ja nichts gegen den, aber ich muss mir das in meinem Alter nicht mehr antun. Also ich hab das früher in meiner Jugend auch gehört. Aber heute brauche ich das nicht mehr. Scheiße, Alter, das wird echt lange dauern. Es wird auch lange dauern. Überlegen, ob wir vielleicht nicht einfach noch so weiter spielen, wa? Ja, werden wir gucken.
Erstmal haben wir ja noch genug, wo wir uns befassen können. Problem ist halt wirklich, dass du das halt wirklich alle sehr klein schneiden musst. Naja. Ja. Alter, und alles ist zu schwer, ne? Alles! Ich schmeiß jetzt auch erstmal hier auf den Haufen alles. Wir machen jetzt erstmal unser Haufenprinzip, Kavi. Jetzt habe ich den Baum da hinten weg, dann helfe ich dir bei deinem. Das Problem ist einfach, dass du wirklich extrem klein schneiden musst, diese Birkenkacke. Das sind viele Birken, ne? Ja. Alter, zu schwer, dieser kleine Ast hier. Jetzt hör doch mal auf, Mann. Mal gucken, vielleicht kann man gerade Äste auch mit einem LKW laden, weiß ich, Mann. Alter, du hast ja hier keine geraden Ästen, Alter. Da kannst du ja gleich alles. Also, wie schwer die Scheiße ist. Ja gut, diese langen Dinger, die könnte man eigentlich liegen lassen, diese langen hier. Müsste man jetzt nochmal das Maßband nehmen? Wie lang ist denn, wie ging nochmal das Maßband? Das war der. SRGX. Ja. Nee. SRG-Pfeil nach unten oder so? Was war denn das? Nee, alt. Alt rechte Maustaste. Achso. Mal jetzt diesen hier nehmen, Leute. Wie lang durften wir? 7 Meter, ne? Ja. Müsste ich genau hier schneiden. Will. Und die Äste absägt und auch so einer, weißt du so? Vielleicht hier oben noch die. Die krummen kannst du vergessen. Ich meine eher das da hier. Die Dinger hier. Kavi, die langen Äste einfach. So. Diese krummen Dinger hier kannst du vergessen. Das hier ist ja klar, dass du den hier nehmen kannst. Da kannst du auch ruhig diese Zipfel dran lassen. Ist egal. Nur wir müssen die dann irgendwie auseinanderkriegen, weil sonst sind dann diese ganzen kleinen Sachen auch. Jetzt warte mal. Das kriegen wir schon hin. Auch so diese. Ja, Gipfel, aber wir brauchen auch. Diese langen, brauchen wir nicht auseinanderschneiden, Alter. Das ist Bullshit. Nee, da brauchen wir 100 Jahre für. Und das sind die Baumstämme, die sind ja so schwer, ne? Das ist irre. Ja. Ja, halt rechts. Wäre echt laden war mit dem Ding, das müsste schon gehen. Hier wären 7 Meter. Und hier schneiden wir. Ja, da können wir schneiden. 6,53 ist ja scheißegal. Zack, haben wir. So, dann haben wir nämlich da den nächsten langen Stamm, Leute. Da haben wir schon einen langen Stamm. Und diese kleinen Äste hier, die müssen wir halt alle auseinander schnippeln. Das ist aber nicht so schlimm wie diese dicken. Ja, ja, aber wie zum Beispiel hier, wo bist du? Komm zu mir. Wegtast. Hier so wie diese Geraden hier, wenn man den hier 7 Meter und den schneidest hier jetzt da ab, ja, das gehört dann ist er auch wieder gerade. Das könnte schon funktionieren. Kann ich abschneiden lassen. Könnte schon passen. Außer nur hier dieses Seitenteil abschneiden, das hier. Blub und fertig. Das musst du abschneiden, weil links und rechts kannst du vergessen. Da siehst du, das ist weggeploppt und den hier kannst du dann auf den Haufen werfen. Ich glaube, so geht's dann. Also, da kriegen wir dann gut was weg, denke ich. Ja. Oder man geht jetzt bei uns, zerkleinert das alles
und dann häckselt man das. Weißt du, was ich meine? Dass man das jetzt ausschneidet, sage ich jetzt mal. Macht dann die Haufen und dann schmeißt man alles in den Häcksler. Für Baumau, oder? Das ist hier buggy. Und so schneidet er die Scheiße nicht durch. Wie ist hier einer zu schwer, der schwebt, aber da ist gar nichts. Schwer. Das ist so krank, Alter. Nein, ich kann hier diesen kleinen Spinüppel nicht anheben. Echt jetzt? So, jetzt geht's. Blub. Hallo, komm da. Ist völlig verbuggt. Könntest du jetzt mal da runterfallen oder so? Ist jetzt runtergefallen? Ne. Backt immer von links nach rechts. Oh, ich schwebe. Gebe ich mich auf irgendeinem Ast. So, jetzt bleibt da drauf liegen. Danke. So, den hier habe ich schon geschnitten. Das hier kann mit auf den Gerümpelhaufen. Bums. So, das kann auch mit auf den Gerümpelhaufen. Das hier ist ein langer Stamm. Den habe ich auch schon geschnitten. Mein Gott, Alter, Kabi. Das wird aber noch hier Kauderwelsch hoch 10. Ohne Scheiß, Alter. Das wird richtig geil, Alter. Am Schluss haben wir eine 500.000, Alter. Wirkt zu schwer, mit Kacken. Das wird auf jeden Fall so viel sein, ne? Und wir müssen die kleinen Äste gleich wegmachen, weil sonst kannst du ja nie mit dem LKW hinfahren und die großen holen. Verstehst du? Ja, wir müssen einfach nur beim nächsten Baum gehen wir bei und schneiden nur die Äste ab. Und die sortieren wir raus und dann bleibt der Stamm übrig. Ja, aber hier, die ganzen Sachen backen extrem hier, diese kleinen. Keine Ahnung. Geh doch einfach da in den Häcksler rein, was ist denn dein Problem? Die ganzen Texturen backen. Sorry. Ja, dann häckseln wir es gleich weg. Aber so wie wir es jetzt machen, ist besser. Weil mit den Stämmen, da wären wir nicht froh. Ah, ja, da wirst du nicht mit fertig. Das ist ja auch okay, wenn wir die langen Stämme dann da mit dem Hänger holen. Hier siehst du, den hier kann ich auch nicht nehmen. Keine Ahnung, entweder ich bin extrem unsynchron. Keine Ahnung. Gleich mal nach der Folge will ich gleich mal neu connecten. Rollt wieder zurück, habt ihr das gesehen, Leute? So. Ein
Dinger ist gleich schon wieder voll, Alter. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Schneidet einfach die komplette Deko weg, Alter. Bringt mehr als Bayern Hoffenheim 2-2. Alter, dieses Teil hier, der ist so verbuggt, ne? Mhm. Doch, jetzt ist er gespawnt. So. Ich hab ihn einfach in ganz viele kleine Teile geschnitten. Du musst auch nebenbei die Stämme entfernen, einfach, weil du sonst überhaupt gar keinen Überblick hier bekommst. Finde ich jetzt. Das ist ja nicht so wie das, was wir sonst gemacht haben, Kabi, wo du dann auf einmal alles gesehen hast. Ja, da ist frei hier. Hier ist ja alles kreuz und quer gerade irgendwie. Nee. Mal gucken wegen dem LKW. 73% schon wieder. Ja, wir haben erst 2 Bäume, ne? Da haben wir jetzt schon 3 Bäume. Ne. Doch, ja, das ist der dritte. Wir sind am dritten Baum zwar zugange, aber es sind auch nicht komplett 3 Bäume. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Wir lassen ja jetzt die langen Stämme liegen. Ganz ehrlich, und wenn das einen Tag so geht, habe ich auch kein Problem mit, wenn man den ganzen Tag damit vergeuden. Weil du hast, ich habe da auch absolut überhaupt gar kein Problem mit Kabel. Weil wir verlieren ja nichts, weil es ist richtig. Ja, dann in dem Sinne ein neuer Tag und es beginnt einfach dann von vorne. Dann passen auch die Ernten wieder, der Rhythmus, genau. Weißt du, ich meine, also von dem her finde ich das nicht schlecht. Also man muss jetzt vielleicht zwar nicht 14 Tage das gleiche da jetzt aufnehmen oder so. Ja, wir müssen dann halt privat spielen. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlimm. So, jetzt ist der Bäumchen weg, diese ganzen Sachen hier, da liegt noch ein Teil. So, ist voll. Kannst du mir sagen, wo ich die Scheiße hinbringen muss? Ja, warte. Oder ins Lager. Ich fahr gleich weg. Mit. Hackschnitzel fährst du zum Getreidezug. Der Getreidezug ist. Fahr. Getreidezug ist ganz oben, alles klar, hab schon. Er fällt 19. Ja, dabei kann ich ja schon mal. Gott, der LKW will ja gar nicht mehr. Hallo? Ich bin noch mal ein bisschen entschleunigen. Beschleunigen. 40, 41, 44. Aber jetzt kommt er. Aber. Tut das sich schon ein bisschen schwer bei Kavi. Ah gut. Echt? Ja, es sind 90 Tonnen. Ne? Also 2x 45 macht 90. Hier ist irgendwo noch so ein Gestrüpp dran. Also das ist schon eine Ansage. Das hier ist echt ein Chaos, da ein bisschen. Ja gut, aber wir kriegen das schon hin, Kavi. Haben wir jetzt nicht so Gedanken drum. So, ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ich will mal ganz kurz neu locken. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.